Hi Freunde, hier ist Michael Utschan. Ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein Abenteuer. Deshalb habe ich mir meinen Rucksack gepackt, beziehungsweise zwei. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt wieder einfach mit. Dias amigos. Ich habe so gut geschlafen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So lange, was haben wir jetzt? 10.24 Uhr. Das erste Mal war so 10.15 Uhr oder so, wo ich dann meine Augen aufgemacht habe. Und ja, es ist gar nicht so richtig heiß hier drin, das ist auch top, weil ich bin ja hier so in so ein Waldstück. Sag mal, hier ist das Einzige, wo ein bisschen Sonne durchkommt, ansonsten durch die Blätter. Also mega, das Zelt hat sich nicht aufgeheizt. Ja, und Pilger lassen mich eigentlich auch in Ruhe. Aber hier gehen schon ein paar mehr, wie ich dachte, zwar nicht so viel, das hört ihr jetzt nicht, aber wenn hier einer vorbeigeht, das hört sich echt sehr laut an. Weil ich hier direkt hier wieder neben dem Pilgerweg liege. Mal gucken, ich bin ja jetzt noch was hier und wenn... Wenn jemand vorbeigeht, dann schalte ich nochmal an. Dann könnt ihr mal den Sound hören. Ja, so machen wir es. Ja. Ich bin direkt an meinem Zelt. Aber es ist nicht so schlimm. Ich habe es mir also ausgesucht. Ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wenn ich mir keinen Wecker stelle, werde ich dann wenigstens irgendwann geweckt. Und die, die dann wirklich um 6 Uhr oder so hier lang gehen, die höre ich nicht. Da bin ich noch so tief am Schlaf. Also, ich mache mich mal fertig. Pack zusammen. Und dann geht's weiter. Freunde, es geht wieder nur bergauf. Ich bin jetzt ein bisschen unterwegs. Irgendwann war da so ein Kilometerstein mit 77,9 und jetzt einer mit 77,5. Das kann doch gar nicht sein. Ich bin schon mehr als einen Kilometer unterwegs bergauf. Das ist schon echt heftig. Ja, hier ist eine Bank jetzt. Pushe mich erstmal kurz ein Minütchen aus. Boah. Ja, und dann geht's da hinten lang weiter. Hier ist auch ein Kilometerstein, wir können mal gerade gucken, was da drauf steht. Ein kleiner Blick. Ja, 77,433. Das, ja, hier ist so ein Graben, ich kann da nicht drüber. Ich zoome mal ran. Huch, jetzt bin ich auf den Ausknopf gekommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das fühlt sich wieder natürlich noch mehr an, so bergauf. Puh. Aber gut. Dass ich jetzt den Stock habe, der bringt echt was. Bergauf kann man sich richtig schön abstützen. Ich habe mal den Test gemacht, mit oder ohne Stock, also da fühlt man echt einen Unterschied. Ja, ich ruhe mich aus und dann geht's weiter. Aber zum Glück habe ich heute wieder Glück mit der Sonne, dem Wetter. Ist richtig blau. Okay, sieht jetzt auch über die, zumindest von mir aus gesehen, hier aus der Kamera. Nicht so blau aus, aber es ist blau und die Sonne scheint. Ha. Okay, jetzt bin ich übrigens vom Weg abseits auf einer Straße. Also nicht vom Weg, der Weg führt hier auf eine Straße. Hier ist die Straße lang, trotz all dem bergauf, aber rundherum alles, ja, so Wälder, Bäume, aber auch die Eukalyptusbäume wieder. Es riecht wieder richtig gut. Und es sind doch mehr Pilger unterwegs, wie ich gedacht hätte. Ich habe mich mit zwei Stück auch schon unterhalten. Ein älterer Japaner auch, aber der geht auch bis Muxia, dann Muxia. Und dann ist Schluss für den. Er hat auch in Saint-Jean gestartet. Ja. Aber ich hoffe, dass es gleich irgendeine Aussicht gibt. Aber wenn da, selbst wenn ich am höchsten Punkt bin und da ist Wald,
dann hat man, glaube ich, keine Aussicht. Sieht alles nur so aus, egal wie man schaut. Ach, was ist denn das für ein Stein? Der ist aber riesig. Aber wenigstens das Wetter schön, wobei es ist schon wieder ein bisschen zu warm fast. Naja, ich melde mich, wenn ich oben bin. Endlich. Die erste Bergkuppe hätte ich wohl geschafft. Ich bin jetzt in Carvalho. Ah, es war ganz schön anstrengend. Jetzt bin ich mal auf den nächsten Stein gespannt. Ja klar, 76,555. Ich bin schon viel weiter unterwegs. Ja. Hola. Unfassbar. Aber ja, das hatte ich auch schon in Pyrenäen. Es fühlt sich einfach so viel mehr an, wenn man läuft. Und dabei ist man erst ein paar hundert Meter gegangen. Kommt wohl wieder so eine kleine Bergsiedlung. Mal gucken, ob ich hier eine Bar finde. Trinke ich erstmal einen Kaffee con leche. Also es sind echt viele Pilger unterwegs und auch in die andere Richtung. Klar, die von dort kommen, die, weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich auch ihren Camino, der von dort nach Santiago eben führt. Und eben ist eine ganze Horde vorbeigekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch seht. Ja, dort hinten gehen sie alle. Und weiter vorne noch viel mehr. Ja, da saß ich da hinten auf so einer Bank. Kam ich mal gar nicht mehr raus aus dem Hallo sagen. Jeder, der vorbeirennt. Ja. Aber ja, mal schauen. Ich habe eigentlich vor, jetzt den Weg dann mehr oder weniger für mich zu gehen, also mehr oder weniger alleine. Aber wie das so ist, ne? Je nachdem, wer da vorbeikommt, was sich ergibt, ist man dann doch wieder gemeinsam unterwegs. Mal gucken. Und hier kommen jetzt irgendwie immer die ganze Zeit so Kilometersteine, aber ja, das wird einfach nicht weniger. Wobei, jetzt geht es bergab, vielleicht die nächsten werden weniger. Eine Bar habe ich übrigens nicht gefunden in dem Dorf, aber so wie es aussieht, kommt hier schon das nächste. Ich muss geradeaus weiter. Und übrigens, diese Kilometersteine, die hier sind, ich glaube, die zeigen den Weg nach Finisterre an. Weil ich habe jetzt mal bei Maps geschaut, also bis nach Muschia sind es ungefähr noch 50 und nach Kap Finisterre auch 51 oder so, aber der Weg, der mit den Pfeilen, wenn man den halt so geht, dann und von Muschia nach Finisterre, dann könnte das hinhauen. Wenn man nur nach Finisterre geht, dann splittet der Weg sich irgendwann. Also bis Muschia oder Finisterre ist das hier wohl erstmal gleich, irgendwann splittet er sich. Aber die Kilometersteine, die sind dann ja wahrscheinlich so gebaut, dass man bis nach Muschia geht und dann nach Finisterre. Also ist das auch ungefähr die Kilometer, die ich noch gehe. Ja, und dann halt nach Santiago zurück. So, jetzt bin ich hier wieder im nächsten Dorf. Und jetzt sehe ich hier so ein Schild. Hier sieht man mal, Muschia 88 Kilometer, Finisterre 59. Ich denke mal, da macht das irgendwann so einen Knick. Ja, und hier vorne, da gibt es jetzt, ich höre schon irgendwas rauschen. Wahrscheinlich sowas wie ein Wasserfall. Paar Meter, beziehungsweise hier ist so eine Bar, die haben so einen Garten, von da konnte ich das sehen, aber von hier, ich hörte es vielleicht auch rauschen, müsste man das ja auch sehen können, weil ich gehe jetzt auf so eine Brücke, und da kommt gerade jemand, dann kann ich rüber schwimmen. Ja. Aha, da hinten. Ich muss jetzt über die Brücke, aber wirklich groß, scheint das hier nicht zu sein, hier ist so ein Biergarten. Kann man sich hinsetzen. Aber eben hatte ich eine Bar gefunden, habe mir da einen Kaffee con leche gegönnt. Für 3,50. So einen teuren habe ich noch nie getrunken. Unverschämt. Habe ich auch nichts weiteres getrunken, bin ich gegangen. Ja, aber schön, wie es hier aussieht. In der Perspektive noch viel mehr.
steht jetzt an seiner Brücke und ein, ja, ein Fluss, der hier neben mir vorbeifließt. Eigentlich auch recht schön, um hier zu zelten, aber ja, ich bin ja 6 Kilometer weit und irgendwie komme ich heute gar nicht voran. Ich merke richtig, wie lahm ich wieder gehe. Irgendwie waren die 26 Kilometer gestern scheinbar doch wieder ein bisschen zu viel. Ah, aber egal, ist nicht so schlimm. Ich will mich jetzt auch auf dem Rest des Weges nicht stressen. Ich gehe einfach so, wie ich kann oder Lust habe. Ja, ich glaube, das ist am besten. Ich nutze den Weg einfach, um ein bisschen, ja, den ganzen Camino auch ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen darüber nachzudenken. Und ja, ich denke, so ist es auch am besten. Wenn das so ein abruptes Ende hat, ist das irgendwie blöd. Ich meine, kommt natürlich auch darauf an, ob ich jetzt wirklich alles für mich gehe oder ob ich wieder Leute treffe, mit denen ich zusammengehe. Keine Ahnung. Aber ja, ist schon ganz schön. Ja, schade, jetzt macht es wieder einen Knick und der Fluss fließt da hinten lang weiter. Ich muss da lang weiter. Ach, egal. Trotzdem schön, wenigstens schon eine Straße. Schön in den Wald mit den verschiedensten Pflanzen. Es riecht richtig gut hier. Also so Waldgeruch und Pflanzengeruch, also von Blumen und so. Alles gemischt. Ja. Ich komme einfach nicht voran. Aber ist egal. Also, bis gleich. So, bin jetzt hier in der nächsten Stadt. In einer sehr komischen Statue gerade, aber ja, man sieht das nicht richtig. Füße irgendwie aus Baumwurzeln. Und auf der anderen Seite, also der Junge zieht ihn an den Hosen. Der Junge auf der anderen Seite, eine Mutter mit ihr Kind. Keine Ahnung, was diese Statue zu bedeuten hat. Naja, jedenfalls habe ich mir gerade noch ein Bocadillo gegessen. Die Geschäfte haben leider zu. Es ist Siesta gerade, aber ja, ich habe noch ein bisschen Suppe und so, Nudeln, ein bisschen was für rein, Knoblauch habe ich auch noch. Und ja, irgendwie, ich glaube, ich bin mal gespannt, wie weit ich jetzt noch gehen muss, natürlich, um hier rauszukommen. Aber der Hauptteil, die Stadt und so, die war schon. Jetzt geht's, ja, ich denke, da hinten irgendwo weiter, sollte ich wieder mehr oder weniger im Grün sein. Ich hoffe, ich finde noch einen Wasserbrunnen. Fülle ich noch mal kurz meine Wasservorräte auf. Und dann glaube ich, mache ich auch Siesta. Den ganzen Tag. Nee, ich glaube, dann schlage ich mein Zelt auf. Und ruhe ein bisschen aus. Irgendwie waren die 26 doch zu viel. Ich gucke mal gerade auf meinen Geotracker. Ja, okay, eigentlich bin ich jetzt erst die 10 Kilometer gelaufen. Könnte ich eigentlich noch mal locker das Doppelte gehen. Aber ja, ein bisschen muss ich ja wahrscheinlich sowieso noch gehen. Guck ich mal, wie weit noch und was ich dann runter habe. Aber ja, irgendwie habe ich keine Lust zu gehen heute. Und hier ist wieder, ja, ein schöner, schöner Fluss. Allerdings kommt man da nicht runter. Und Wiese und so sehe ich auch nicht. Naja, aber auf dem Caminoweg ist es ja immer so, dass man da eigentlich einen Platz findet. Wobei ich jetzt weiß ich auch gerade gar nicht. Hier ist so ein Schild. Ruta Dos. Vielleicht geht es hier doch lang. Aber ich sehe keinen wirklichen Pfeil. Also denke ich mal, geht es da lang weiter. Aber hier sieht man auch die eine. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo der Unterschied ist. Alternativer ist ein Pfeil, führt doch beides da lang. Eine 35 Minuten, der andere 50, ist egal, würde ich sogar in Kauf nehmen. Allerdings auch hier so ein Park, wie ich denke. Ist egal, ich glaube, ich gehe hier lang. Wird ja schon irgendwie so passen, denke ich. Und was steht hier? Keine Hunde, Fahrräder, aber nichts von keinen Zelten. Von daher, ja, eigentlich dachte ich, ich gehe ein bisschen weiter und bin in den Bergen dann. Und dort wieder. Ich gehe einfach hier lang und guck mal, wohin mich das führt. Ansonsten bin ich ja eh wieder auf dem anderen Weg. Nehme ich zwar ein bisschen Minuten in Kauf, aber nur 15 Minuten. Von daher, das passt schon. Ich sehe gerade,
Das eine geht also hoch, das andere runter. Ich denke mal, dass hier das untere ist hier lang. Na gut, und dann geht es dafür aber wieder hoch. Ha, kommt auf selber raus. Ah, ich gehe hier lang. Bin ich am Fluss. Vielleicht finde ich da sogar was. Das ist wirklich eine schöne alternative Route hier. Ich bin froh, dass ich die gegangen bin. Überall ist hier so ein, ja, so ein Fluss und zwischendurch dann so ein Wassergeplätscher. Wirklich schön. Und das Wasser ist richtig klar. Hier, man kann richtig auf den Grund schauen. Und das ist locker 1,50 Meter, 2 Meter tief. Ja, da nehme ich den Umweg gerne in Kauf, die 15 Minuten. Wobei, bei meinem Tempo ist das bestimmt eine halbe Stunde Umweg. Aber ist nicht so schlimm. Gibt es auch viele schöne Stellen, habe ich gesehen, da hätte ich eigentlich mein Zelt aufschlagen können. Aber ja, wir haben ja 17 Uhr und ich brauche noch was Wasser, wenn ich mir noch was kochen will. Habe zwar schon genug getrunken, dass ich nicht verdursten werde, aber ja, für morgen früh brauche ich auch noch was zum Waschen und so. Da reicht das bisschen, was ich habe, nicht aus. Ja, deshalb gehe ich jetzt einfach noch weiter. Eine Stunde, habe ich gesagt. Ich hoffe, auf dem Weg finde ich noch einen Wasserbrunnen. Und dann, dass ich dann auch ja, einen Platz finde und nicht wie gestern noch 2 Stunden oder mehr weiterlaufe. Aber ich denke, das passt schon. Jetzt bin ich hier an einer Stelle, wo es einen Wasserbrunnen gibt. Kann ich meine Wasservorräte aufladen und habe jetzt, ja, ehrlich gesagt immer noch nicht viel mehr. 12,2 Kilometer. Aber ich glaube, ich esse jetzt hier. Hier gibt es auch eine Stelle, wo man öffentlich Feuer machen kann. Und ja, es ist zwar noch nicht so lange her, wo ich jetzt das Bocadillo gegessen habe, aber ich glaube, ich koche mir jetzt hier was. Und dann ja, gehe ich weiter und hier ist noch so ein Park. Also scheinbar ist hier auch ein Parkplatz, also kommen auch Leute von außerhalb und genießen hier ein bisschen die Natur. Aber ich glaube, der geht noch ein bisschen weiter. Und dann habe ich schon gegessen und dann ja, suche ich mir einfach einen Zeltplatz für heute. Irgendwie habe ich keine Lust zu laufen heute. Ja, zum Essen gibt es jetzt wieder ein paar Nudeln mit Suppe. Und so ein bisschen Brühwürfel habe ich noch, tue ich auch noch rein. Ah, und den Knoblauch habe ich ganz vergessen. Ich wollte nur noch ein bisschen Knoblauch reintun. Ja, mache ich jetzt gleich. Auf jeden Fall, Wasser ist schon drin. Wahrscheinlich nicht genug. Werde ich gleich mal schauen. Jetzt muss das nur noch hier zum Kochen gebracht werden. Holz finde ich hier übrigens jede Menge, massig und genug. Und ich habe sogar noch hier Holzkohle von den anderen. Also daran soll es mir nicht mangeln heute. Ja, es dauert jetzt einen kurzen Moment. Qualmt natürlich schön, weil da ein bisschen Moos auch mit bei ist, aber jetzt gleich könnt ihr sehen, ah, jetzt fängt es schon an, wie das hier aus diesen Löchern rauskommt. Also wirklich gut, so ein Holzvergaser. Und jetzt seht ihr schon, absolut rauchfrei, wirklich mega. Und hier aus den Löchern kommt überall auch noch die, ja, die ganzen Holzvergaser. Holzgase, da kommt es zu einer zweiten Verbrennung, wird von unten Luft angezogen, erhitzt, also die Holzgase, und hier kommt es zu einer zweiten Verbrennung. Wirklich mega.
Ja, das sieht schon ganz gut aus. Blubbert auch schon. Das heißt, ich brauche jetzt auch gar nichts mehr nachwerfen. Ich lasse das jetzt ausgehen. Und den Rest macht die Hitze. Und dann gibt es lecker was zu essen. Ja, und dann schauen wir mal, wo ich mir hier was aufbauen kann. Schmeckt wieder richtig gut. Und richtig froh, mal wieder selber hier zu kochen in der Natur. Irgendwie war ich so lange in den Herbergen jetzt. Wobei ich sagen muss, irgendwie vermisse ich das schon wieder, die Herbergen. Also hatte ich am Anfang gar nicht gedacht. Ganz am Anfang der Reise dachte ich, ja, ich gehe hauptsächlich mit dem Zelt, gucke mir ein, zweimal ein paar Herbergen an, um zu gucken, was das für ein Gefühl ist. Aber schon schön, den ganzen verschiedenen Menschen, verschiedenen Geschichten immer zu hören. Aber ja, jetzt zum Schluss, glaube ich, ich weiß noch nicht, ne? Ihr kennt mich ja mittlerweile. Mal sage ich so, dann mache ich doch wieder so. Ich glaube, aber zum aktuellen Zeitpunkt werde ich mehr oder weniger jetzt im Zelt schlafen. Außer vielleicht alle paar Tage mal, wenn ich irgendwie ja keinen Platz finde, wo ich mich richtig waschen kann, um mich ordentlich zu duschen und so. Aber ja, irgendwie merke ich jetzt doch dann irgendwie, dass die Reise zu Ende geht. Beziehungsweise ist es eine komplett andere Reise. Also seit Santiago, seit gestern, vorgestern, ist irgendwie, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich wieder neu auf der Reise bin. So ein bisschen das Gefühl wie am Anfang, wo ich in den Pyrenäen war. Aber ist auch ganz schön, ehrlich gesagt. Es ist ja schon was anderes, wenn man die Compostela dann hat. Aber ich will mir ja noch die zwei anderen holen. In Muxia und in Cap Finisterre und dann mal gucken. Ich denke, ich laufe bis Santiago zurück und hole mir dann nochmal einen neuen Distanzzettel. Mal schauen. So ist auf jeden Fall mein Plan. Ich denke, so mache ich das auch. Aber ja, der Weg jetzt hier, und jetzt sehe ich wieder weniger Pilger. Also war wahrscheinlich heute Morgen wieder, waren die alle unterwegs. Und jetzt haben wir, ja, ich weiß gar nicht, was haben wir denn jetzt? Ja, 6 Uhr jetzt gleich. Wir hängen also alle wieder in den Herbergen, sieht man wieder nicht viele Pilger. Aber gut für mich, dann kann ich mir auf dem Weg hier irgendwo mein Zelt aufbauen. Also, ich lasse es mir schmecken. Heiß ist es noch. Weint zwar nicht so viel, aber wenn ich es mal umdrehe, da seht ihr das. Ja, also. So, ich habe fertig gegessen, abgewaschen, weiter geht's. Eigentlich würde ich ja am liebsten hier direkt im Park, dort hinten in der Ecke, mein Zelt aufbauen, aber hier ist irgendwie so viel los. Dort kann man auch scheinbar draußen sitzen und essen. Ja, irgendwie. Ich glaube, ich gehe ein bisschen weiter. Ich hoffe, nicht in allzu langer Zeit kommt ein Platz. Hier wäre es wirklich perfekt. Aber ja, irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, das ist nicht so gut hier. Deshalb gehe ich weiter. So, Freunde, haben wir jetzt hier ein schönes Plätzchen gefunden. Ist hier eine kleine Wiese, da hinten ist ein Eingang und hier geht die Straße lang. Und hier rechts neben mir, da fließt der Fluss. Das heißt, ich kann heute Abend auch wieder richtig gut schlafen. Ja, und deshalb ja, mache ich jetzt auch nicht mehr viel mehr. Ich ja, lese ein bisschen Buch und dann gehe ich früh schlafen. Morgen stelle ich mir den Wecker, dann stehe ich was früher auf und kann vielleicht sogar auch wieder ein paar Kilometer machen. Dann ja, habe ich mich ja heute recht gut ausgeruht dann, also gar nicht so viel gelaufen. Ich weiß gar nicht, was jetzt waren, 14 Kilometer, 14 bisschen mehr. Das passt schon. Ja, Freunde, deshalb an dieser Stelle beende ich das Video dann wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, ein Herz, je nachdem von wo ihr das Video schaut. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann abonniert auch meinen Kanal, aktiviert die Glocke und sowas, falls ihr es von YouTube ausschaut. Und wenn ihr mich und meine Camino-Projekte unterstützen möchtet, dann könnt ihr es tun mit einer kleinen Spende. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.